Hallo, herzlich willkommen zur Ausgabe 116 von Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt mit mir, dem Max. Und dem Christian, hallo. Und da wir ja solche langen Pausen mittlerweile haben, was unsere Filmbesprechung angeht, haben wir heute ganz, ganz große Lust an steilen Thesen, sind mit Sicherheit nicht spoilerfrei und haben wieder jede Menge gefährliches Halbwissen dabei, glaube ich. Du, das gibt's immer umsonst. Und vor allem, wenn ich jetzt so einen Film mit dir heute besprechen will, wo ich weiß, ich habe den schon ein paar Mal gesehen und dann weiß ich, dass ich denke, ich weiß ganz viel über den und dann wird das auch wieder nur so eine Halbwissen-Orgie. Genau, wir gucken nämlich jetzt gleich Natural Born Killers und wir haben nachher noch einen Gast. Ja, wir haben uns heute den Patrick von dem Bahnhofskino eingeladen. Also wir hoffen, das klappt nachher. Also das heißt, ihr habt heute nicht nur wieder in diesen 3 Sekunden nichts, die zwischen Vorgeplänkel und Filmgespräch liegen, gucken wir nicht nur einen Film, sondern versuchen auch eine Verbindung zu Patrick herzustellen. Der lebt ja in Berlin. Ich hoffe, das war jetzt kein Geheimnis, dass wir ausplaudern. Ja. Und genau, der war ganz angetan davon, dass wir uns den mal gemeinsam zur Brust nehmen. Und genau, Patrick kennt ihn auf jeden Fall schon. Ich kenne ihn schon. Und du hast ihn auch mal einmal gesehen. Ja. Weißt du, welche Fassung du gesehen hast? Behaupte immer noch, dass ich die Director's Cut Blu-ray zu Hause stehen habe. Ja, gut, dann sozusagen bist du da ja auch schon auf dem Laufenden. Das können wir ja dann nachher beim Film nochmal besprechen. Ich habe den ja lang in der Kinofassung geguckt und da war der dann doch schon so ein bisschen verkürzt. Die MPAA hat da ordentlich zugelangt. Das finde ich aber ganz spannend, wenn du als erstes den Director's Cut gesehen hast, weil das hat mich ganz schön überrascht, den zum ersten Mal zu sehen. Max, gibt es sonst noch irgendwas, was stellen wir fest? Die Leute interessieren sich auch dafür, wenn wir einfach mal nur über Filme, über sozusagen sowas wie Filme gucken reden, nicht mal über einzelne Filme. Ich hab ja, Punkt. Ja, interessierst du dich denn nicht für die Meinung der Zuschauer? Doch. Zuhörer, meine ich. Gab's denn Rückmeldung? Ich bin ja manchmal nicht so, dass ich es manchmal nicht mitkriege. So. Ach so. Falls also irgendwie jetzt. Ja, ich habe, sag mal so, wenn ich mich jetzt versuche daran zu erinnern, waren das vor allem Menschen, die dann bei Twitter gesagt haben, ich freue mich, das mir jetzt mal anzuhören, aber was die Leute denn danach ist es erstaunlich ruhig geblieben. Ja, das ist ja das Normale, das ist ja wie mit, demnächst zeigen wir diesen Film. Oh ja, den bringt ihr, dann bringt bitte auch den und den. Ja, nee, ich will jetzt erstmal den zeigen, das ist das Tolle. Also das ist ja überall so, oder wenn irgendein Label einen Film ankündigt, oh ja, und bringt man noch alle anderen Filme und Blu-ray und kann ich mir auch vorstellen, ja, nee. Geil, kündigst was an, freust dich wahrscheinlich total, dass Rückmeldung kommt und dann ist immer sowas, und den Film noch, und den Film noch. Ja, genau, und bei Twitter ist bei mir immer so ein bisschen sporadischer. Ja, findest du das auch so, dass das gerade anfängt bei Letterboxd so eine schöne Eigendynamik zu entwickeln? Also ich bin öfter mal in der Kommentarspalte bei Letterboxd, also einem sozialen Netzwerk für Filmfriedis, nur dass du das mal gehört hast. Ja, ich glaube auch da bin ich eher sporadisch. Ah ja, okay. Also das nutze ich halt hauptsächlich momentan, um mein Tagebuch sozusagen zu führen und immer zu vermerken, wo habe ich es geguckt und in welche Sprachfassung. Als mich mehr jetzt tatsächlich mit dem Durchlesen und Kommentieren noch von anderen Meinungen da momentan zu beschäftigen. Also der Hauptteil liegt bei mir momentan eher beim Hören der anderen Podcasts. Ja. Ja. Gibt es eigentlich was, wo du sagst, das müsste man unbedingt mal hören? Weil es gäbe da eine Sache, über die ich auf jeden Fall reden will. Na, ich habe gerade den Doppelpodcast zu Love Exposure. Spätfilm for Lowbrewery, Kurzfolge plus Enough Talk, Ausführlichfolge mit eben Arne vom Enough Talk, Daniel vom Spätfilm und dem Nils von der City Coach, die da versucht haben, ein Gespräch zu führen, was wahrscheinlich fast so lang ist wie der Film, aber es nicht ganz schafft, weil der Film, glaube ich, 4 Stunden ist. Ja. Und das Gespräch ist knapp über 2 Stunden, glaube ich. Da haben sie eigentlich nicht enough getalkt. Ja, genau, das habe ich zum Beispiel noch gar nicht geschafft. Ich habe, glaube ich, bei Spätfilm die 20 Minuten Vorwärmphase, ist dazu komplementär auch. Enough Talk geht dann auch sehr gut los mit einer schönen Anekdote, kann ich nur empfehlen. Okay, ja, ich glaube, das ist so ein Film, den ich mir tatsächlich sogar angucken will. Und wenn ich so ein ganz tolles Bedürfnis habe, den Film zu gucken, dann habe ich auch immer Lust, den Podcast eigentlich danach zu hören. Also ich höre mal ganz oft Podcasts über Filme, wo ich denke, die gucke ich mir eh nie an. Dann lasse ich mir den komplett durchspoilern und anschließend habe ich richtig Bock, den zu gucken. Ich habe jetzt vor kurzem entdeckt und muss sagen, es war so eine langsam aufkeimende Liebe und jetzt bei der letzten Folge ist sie, also steht es in voller Blüte, um in dem Bild zu bleiben, die Abspanngucker.
Die haben mich ganz schön begeistert, muss ich sagen. Also nur mal kurz, damit sozusagen die Hörer vielleicht auch noch Lust bekommen. In der aktuellen Folge bei den Abspannguckern, das sind zwei Herren, die über Filme reden, und sie reden dort über Verfilmungen eines Romans, den es zum Beispiel als Spielfilm aus den 60ern Point Blank gibt, oder Payback mit Mel Gibson. Und dann gab es sogar noch eine weitere Verfilmung, und die arbeiten sich da 2,5 Stunden an der Thematik ab. Was hast du von denen schon mal gehört? Naja, die machen ja auch viel eben zu Serien. Das höre ich dann eher nicht, sondern mache nur Start und schieb's aus der Gehörtliste raus. Spiele und Serien haben die auch mit in der Beschreibung. Und genau, die Point-Blank-Folge wäre jetzt das, was bei mir als nächstes ansteht. Die Greasy Strangler überlege ich, also genau, die müsste ich erstmal noch abhören. Und dann, mein iTunes spielt auch gerade ein bisschen verrückt, weil anscheinend irgendwelche Leute gerade ein bisschen ihre Feeds umstellen oder sowas. Und deswegen hatte ich plötzlich eine ganze Latte der Cinecoach. Aber daran liegt Archiv übrigens wirklich tatsächlich. Also wenn sagen, der Feed mal auf den aktuellen Stand gebracht wird, ist iTunes da relativ brutal und löst damit dann nochmal neue Downloads aus, wenn du die automatisch eingestellt hast. Es ist ja dann auch nicht ganz ohne, oder? Da fühlt sich die Festplatte doch auch ganz gut. Oder war das nur als ungespielt? Es werden als ungespielt halt in Zeit. Ich irgendwas wieder auch runterladen, weil Wenn du einen Auto-Download von 100 Folgen Cinecouch gehabt hättest, das hättest du wahrscheinlich nicht mehr. Mein Lüfter hat sich dann immer wieder gemeldet und ich so, was ist denn hier gerade los? Das ist doch sonst nicht so. Und ich habe auch gemacht, keine gleichzeitigen Downloads, deswegen natürlich einen nach dem anderen schön. Spielt eigentlich ein bisschen rum. Ja, genau, dann sei das an dieser Stelle mal kurz reingeworfen. Also du hast ihn schon gehört, Abspanngucker, Point Blank, Payback. Genau, und also das war so, mal gucken, so, mal hören, und dann höre ich mich so rein und merke so, das ist einfach so eine Thematik, bei der ich, also das hat mir damals zum Beispiel sehr viel Spaß gemacht, als wir beide die Fernsehfassung, die ursprüngliche von Die 12 Geschworenen und dann noch den Kinofilm von Sidney Lumet geschaut haben. Das hat für mich auch ein sehr rundes Ergebnis gemacht, also über die gleiche Geschichte durch verschiedene Verfilmungen ganz intensiv ins Gespräch zu kommen. Und ja, Point Blank von John Boorman ist nur auch was, was ich eh sehr wertschätze. Ja. Das wäre wahrscheinlich auch ein Film gewesen, der hier irgendwann auch mal in die Sendung reingepurzelt wäre. Ob ich mir aber dafür noch das Remake mit Mel Gibson angeguckt hätte und dann auch noch, stimmt, die haben sich auch noch, glaube ich, in beiden Fassungen angeguckt. Also gibt es einen Director's Cut, der noch später nachgereicht. Ich glaube, die Ambition hätte ich gar nicht gehabt. Und ich glaube, das war der Moment, wo ich gedacht habe, geiler Podcast, wenn die was machen, wo ich schon denken würde, ach, das wäre mir jetzt so aufwendig oder so, dann freue ich mich, dann ist das was. Ja. Wir sind ja hier eher so ein gemütlicher Podcast. Nee, also die sind bei mir auch abonniert bei iTunes. Ja, das ist bei mir auch so die hohe. Also ich habe eine ganze Reihe Podcasts, wo ich einfach mal so reinhöre, wo ich vielleicht auch alle 3 Monate mal wieder nochmal nachgucke. Aber das Abo, das ist dann schon, da steht bei mir auch Auto-Download. Das bedeutet, wenn eine neue Folge kommt, wird die sofort runtergeladen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube bei der BBFC, bei dem Podcast, da klappt es immer nicht so richtig. Der kommt immer irgendwie 2 Wochen nachdem, also wird dann irgendwann mal geladen von iTunes, dann steht aber veröffentlicht eigentlich schon vor 2 Wochen oder so. Und denke ich mal, was ist da los? Warum passiert das so? Du, Max, du kannst gerne nochmal Praktikum bei mir und dem WordPress und Podlove-Backend hier machen. Ja, dann siehst du, was alles so schief gehen kann und was tatsächlich auch oft denn schuld dran ist, wenn was beim Abrufen nicht hinhaut. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Nutzer von, weiß ich nicht, irgendwelchen Podcatchern, die ich gar nicht kenne, auf Android-Telefonen totale Schwierigkeiten vielleicht auch mit unserem Podcast haben. Also, falls ihr übrigens sowas mal habt, liebe Hörer, also irgendwas haut nicht hin, die Folge lässt sich nicht laden oder was immer es ist, was irgendwie nicht so ist, wie ihr es gerne hättet, dann meldet euch ruhig, weil vielleicht kann ich da an der richtigen Stelle mal ein Bit umschubsen und dann geht das wieder. Klopfen nochmal bei Google an und allen anderen. Naja. Jo, Max, denn würde ich sagen, geben wir uns den Bildersturm hin. Ich bin übrigens, habe eine Mission für mich, ist beim Wiedergucken. Ich habe einfach momentan sehr intensive Gefühle, wenn ich an die Vereinigten Staaten von Amerika denke. Und das sind komplizierte Gefühle. It is complicated. Es ist eine schwierige Liebesbeziehung, die momentan sehr gestört ist. Und ich habe so den Eindruck, Paul Verhoeven. Warum ist mir der bloß so doll im Kopf? Der alte Schweinehund. Oliver Stone hat da, glaube ich, schon was im Blick gehabt, schon in den 90ern. Und ich will mal gucken, bin mal neugierig, was das heute mit einem macht, ob man denkt, ach du, das ist ja eine Komödie. Das hat die Zeit vielleicht schon längst überholt. Schauen wir mal. Alles klar. Denn. Film ab. Ja, und jetzt haben wir den Film gesehen. Jetzt habe ich gerade, weil das Fenster noch angeklappt hast und da draußen sind gerade Leute lang gegangen. Ja. Die sind nicht dabei, aber jetzt live zugeschaltet ist aus Berlin der Patrick vom Bahnhofskino. Hallo Patrick. Hallo. Bist du auch du ein natürlich geborener Mörder?
War das die Frage, die du dir die ganze Zeit gestellt hast, Max? Ey, ich wollte hier. Ich weiß nicht, was man über mich so sagt. Weiß nicht, in Rostock, aber. Hier schätzt du mich als friedvollen, sehr doch so sozial kompatiblen Menschen weitgehend. Okay, dann können wir ja mit dir ganz entspannt über Natural Born Killers reden. Du bist dem Film auch schon mehrfach begegnet in deinem Leben, oder? Oh ja. Ein Film, der mich durch meine Jugend und das Studium, also eigentlich die ganzen 90er, naja, von 96 bis 99 eben, und dann war es ja vorbei mit den 90ern, schade, oder zum Glück, doch relativ lange begleitet hat. Doch, mehrfach begegnet und jetzt wiederum, ich freue mich auf das Gespräch. Ja, also ich fange mal wieder ganz unkonventionell an. Was mir aufgefallen ist, zwei Namen, und zwar Produzent Arnon Milchen oder wie auch immer man ihn ausspricht und First Assistant Director Herb Gaines. Das sind nämlich beides Namen, die mir mit meinem Liebling Michael Mann verbunden sind. Und ich habe dann überlegt, okay, das müsste dann auch so die Zeit vor um nach Heat gewesen sein, weil Heat ist ja 95, also könnten da ein paar Linien sich wieder verbinden. Ja, das bin ich ja schon gespannt, wie du noch welche weitere Linien findest, außer dem Personal hinter der Kamera. Vor der Kamera waren schon auch ein oder zwei. Ja, ja. Ich habe auch bei Balthasar Getty, habe ich überlegt hier, also der spielt ja den Tankstellenwart hier, den Jungen. Ich habe überlegt, oh, irgendwo erkennst du den. Ja, aus Lost Aber, Highway. Ja, und ich habe immer gedacht, bei Lost Highway, Balthasar Getty ist der angemalte, der geschminkte Typ. Bis ich das irgendwann mal, oder spätestens jetzt nochmal wieder, ach nee, das ist er nicht, okay. Ja, Natural Born Killers, ihr beide kennt ihn so gut. Ich mach mal noch diesen halben Inhaltsangabenversuch. Woody Harrelson und Juliette Lewis sind Mickey und Mallory Knox und ziehen mordend durch die Lande, bis sie gefasst werden. Und dann werden sie im Gefängnis interviewt, kurz bevor sie umgebracht werden sollen. Und das ist die Geschichte. Ach so. Oh, danke schön. Ja, wobei jetzt würde ich eigentlich gerne ja fast noch die von Moonshade von der OFDB haben, aber das muss heute leider ausfallen. Außer Patrick hat das vorbereitet. Ich glaube, die gibt's gar nicht, oder? Nein, ich habe nicht nachgeschaut vorher. Aber wie seid ihr denn mit dem Film verbunden? Ich meine, ich hätte das jetzt auch noch weiter ausführen können. Ehrlich gesagt habe ich eine regelrechte Obsession fast gehabt mit dem Film über eine gewisse Zeit, weil ich bin ja leider gerade so, oder ich meine vielleicht zum Glück, weil das heißt, ich bin noch ein paar Jahre jünger, als ich ansonsten eben wäre, da nicht in dem Alter gewesen, 94, um den im Kino sehen zu dürfen. Da war ich dann 15, knapp vor 16, sowas um den Dreh. Und habe mir den dann über, glaube ich, ich weiß nicht, über einen amerikanischen Versender oder den Movie Star Shop oder irgendwie sowas, ein, zwei Jahre später dann als US-Videotape bestellt, also in so einer Clamshell-Verpackung. Das war dann, gab's dann so ein Doppeltape mit dem Unrated Director's Cut auf dem einen und dem so einem Making-of und Deleted Scenes auf dem anderen. Hat ein Schweinegeld gekostet von Widmark, das war irgendwie so der Videolabel-Ableger von Primark. Damals gibt es alles gar nicht mehr. Trimark, genau. Trimark ist, glaube ich, eine Billig-Modekette. Und ich muss sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt, das muss dann ab so 96 gewesen sein, 97, also ich glaube, zu dem Alter, an dem ich entweder glaubwürdig einen Schülerausweis fälschen konnte oder eben wirklich auch schon 18 war, einer meiner größten Schätze, so im Videoregal, dieses Ding. Kostete auch nur 99 Mark. Also. Ja, ich hatte da auch durchaus was vor mir, den Film zu kriegen. Ich glaube, bei mir hat das dann das erste Mal geklappt. Es gab so eine Zeit, in der ich jemanden kannte, der irgendwie Premiere hatte und der hat dann immer fleißig Filme aufnehmen müssen für uns, die wir dann sonst nicht rangekommen wären. Ich war da auch noch zu jung. Und das hat, ja, das war dann irgendwie auch so das Gefühl schon, die kopierte VHS von der kopierten VHS so und genau, aber das ist auf jeden Fall auch, also ich kann mich noch erinnern, in der TV-Spielfilm die Ankündigung für die, als er im Kino kam, gelesen zu haben und dachte, ja, das will ich auf jeden Fall sehen. Aber es war auf jeden Fall auch, also den Film, den ich damals sehen wollte und den Film, den ich dann gesehen habe, waren auch schon mal sehr, sehr unterschiedliche Filme. Und in den Director's Cut zum Beispiel erst, also ewig spät, also ich glaube, als erstes dann sogar hier diese deutsche Katastrophenveröffentlichung mit komplett neuer Pornosynchro. Das war ganz, ganz schlimm. Da habe ich zum ersten Mal den Director's Cut gesehen. Und heute, glaube ich, so zum ersten Mal in der englischen Originalfassung. Das war aber auch, ist jetzt aber auch wirklich, da gebe ich dir absolut recht, gar nicht so lange, also lange Zeit gar nicht so leicht gewesen, den zumindest in Europa überhaupt dieser ungeschnittenen Fassung zu sehen. Denn Warner Brothers hat ja, glaube ich, auch noch bis Anfang der 2000er diese komische Politik gefahren, keine
also unrated Cuts von Filmen zu veröffentlichen. Weiß nicht, aus irgendeinem Deal mit Blockbuster Video heraus entstanden, was dann irgendwie auch so abfärbte in der Form, dass, glaube ich, der Film da, weiß ich nicht, billig unter den Hammer kam an Billigverleihe in Europa, die dann alle ganz schlechte Versionen von dem Film vertrieben haben hier. Die dann zwar irgendwie unrated und uncut und super brutal waren, aber ja, eben zum Teil mit der furchtbaren Neusynchronisation gestraft, grauenhafter Bildqualität. Mir ist auch das, waren schwere Zeiten damals. Ja, ja. Mir ist auch mal untergekommen, ist, dass irgendein Label auch mal auf die Idee gekommen ist, wahrscheinlich wirklich nur ein Bootleg, die Deleted Scenes, die auf der DVD auch schon mal drauf waren, auch noch mit reinzuschneiden. Also daraus dann knapp 3-Stunden-Fassung zu bauen. Ich meine, es gibt ja durchaus ein paar Deleted Scenes, die ich sehr sehenswert finde, aber das verträgt jetzt der Film eigentlich nicht. Weil weißt du, wie oft ich schon Zahnschmerzen bekommen habe, wenn mir jemand erzählt hat, er habe irgendwie die 3-stündige Director's Cut-Version von George Romero's Zombie oder so gesehen. Ich dachte mir, ey, das ist nicht der Ultimate Final Cut. Ja, genau. Aber gut. Ja. Ich bin, wie gesagt, meins war einfach nur die US Blu-ray, habe ich zu Hause, den Unrated Director's Cut, und die hatte ich einmal gesehen bisher, und jetzt war es quasi meine zweite Begegnung mit diesem Film. Ich habe also auch gar keine Ahnung, was die Unterschiede zum Beispiel zur Kinofassung sind. Falls ihr mich da erhellen wollt oder könnt. Ja, es ist die Welt der MPAA-Sekunden oder Frame-Cuts so, ne? Also, es gibt jetzt ganz wenig komplette, also ich kann mich an, also was sozusagen mal ganze Sequenzen oder alle einzelne Einstellungen sind, ist nachher bei der Gefängnisaufstand, dass dort ein paar Sachen, ich habe das Gefühl auch, ich meine, es ist ja bei dieser Schnittfrequenz immer ein bisschen schwierig, aber also es tauchen manche Sachen trotzdem auch irgendwie auf, aber dass jemand zum Beispiel jetzt explizit dort irgendwelche Wärter im Ofen landen oder in der Waschmaschine, ich glaube, das sind alles Dinge, die sind in dem Detail dann nicht drin. Und dann sind das, also ich würde sagen, nicht ein einziger Script, der am Körper explodiert, ist unangetastet geblieben. Es fehlen immer irgendwie 1-2 Frames. Also da kommt vielleicht auch schon so rüber. Ich habe das Ding schon ganz schön krass auch geguckt. Also mit der Videokassette habe ich mich sehr intensiv angefreundet, weil es war ein Film, der visuell mich so weggebraten hat, dass ich den dann auch angefangen habe, so fast schon zu studieren, um zu verstehen, was da eigentlich Phase ist. Also wir können ja vielleicht auch, für mich war das, ich wollte den unbedingt nochmal wieder sehen, weil ich weiß, dass der Film extrem stark über mein Unterbewusstsein funktioniert, ne? Und das, also wenn du mit Leuten sprichst, die den gesehen haben, oft auch immer unterschiedlich so die Wahrnehmungen sind, weil vieles passiert, also 1:1 so in den Bildern immer gar nicht, aber es entstehen ganz viele Bilder auch nochmal im Kopf, ne? Einfach durch diese Form der Montage. Vieles ist ja eher suggestiv, ist ja gar nicht permanent total explizit, sondern es ist eher so die Atmosphäre und die Andeutung. Und ich hatte nur noch so grob in Erinnerung, dass da eben auch immer ganz viel tatsächliches Footage mit drin ist, wo ich jetzt heute bei der Sichtung erstaunt war, dass das gar nicht so extrem ist. Aber das Ende, da ist es dann, also die letzte Szene sozusagen, wenn das Kanalseppen kommt. Und ich hatte tatsächlich angenommen, dass das die ganze Zeit über im Film passiert, und war heute relativ erstaunt. Ach nee, das ist ja alles komplett inszeniertes Stock-Footage. Also ein paar Sachen sind da zwischendrin. Aber ich dachte, es gibt ganz viele Bezüge zu der damaligen Gegenwart. Und das macht der Film tatsächlich erst am Ende. Genau. Was mich überrascht, ist halt beim Wiedersehen, und ich habe den Film jetzt ja wirklich auch schon zum 12., 13. Mal wahrscheinlich gesehen, in unterschiedlichen Schnittfassungen, war eben auch so ein Aha-Moment für mich, dass er eigentlich sich, also ungeachtet seiner Qualität, ob die jetzt gut oder schlecht ist, darauf werden wir wahrscheinlich später zu sprechen kommen, aber für mich immer noch erstaunlich zeitlos wirkt, in vielerlei Hinsicht eben auch, und sich gar nicht so sehr an damalige Events in den Medien klammert, wenn natürlich auch gewisse Fernsehformate karikiert werden, die es in genau dieser Form eben heute so nicht mehr gibt, aber eben dann in vergleichbarer Form, also so weit haben wir uns auch nicht weiterentwickelt, aber am meisten an diesen News-Footage-Aufnahmen, die wir da eben zum Beispiel sehen, wenn es aufs Ende zugeht, war für mich dann doch überraschend, wie aktuell die waren, weil der Film kam, ich glaube, der kam 94 ins Kino und zeigt dann wirklich halt Bilder von Tonya Harding und diesem Prozess gegen die Menendez-Brüder, die, glaube ich, irgendwie ihre Eltern umgebracht haben oder so, und O.J. Simpson-Prozess. Das waren ja alles doch da wirklich brandaktuelle Sachen. Also es wirkt wirklich wie da noch eine Woche vor der Kinoveröffentlichung schnell noch reingeschnitten, um den Film möglichst aktuell erscheinen zu lassen. Und fand ich da doch überraschend.
Und für mich funktioniert das extrem gut. Also ich würde sagen, ich würde sogar sehr polemisch behaupten, ist für mich die eindrucksvollste Szene, wenn ich was ich heute noch mal wieder gesehen habe, weil ich einfach merke, also ich habe mir ist auch bei Waco habe ich das gedacht, das muss doch genau die Zeit gewesen sein. Also ich kann mich noch selber erinnern, das in den Nachrichten gesehen zu haben und überhaupt nicht verstanden zu haben, aber die Wucht dieses Ereignisses, die vielen Toten und diese dramatischen Bilder von diesen Bränden. Weißt du zum Beispiel, Max, was da los war in Waco? Also für mich war eigentlich nur O.J. Simpson etwas, wo ich eine Beziehung zu habe, ist übertrieben, aber der mir irgendwie bekannt ist, und die anderen waren für mich irgendwie so, na okay, das sind wahrscheinlich irgendwelche anderen Fälle, ohne dass ich eben konkret sagen kann, so wie Patrick eben hier, ja, das ist der und der, okay. Ja, da gab es in Waco so einen Massenselbstmord einer Sekte. Ach, ausufernden Auseinandersetzungen noch mit der Polizei und ich glaube Militär war da auch involviert. Also aber ja, interessant, genau. Du erkennst das gar nicht. Das könnte jetzt auch eine weitere inszenierte Szene sein. Ja, inszeniert nicht. Also es wirkte schon jetzt natürlich so, wie das sind die echten Nachrichten, aber dass du eben natürlich als Zuschauer jetzt so hast, okay, ist das jetzt eigentlich noch Film oder echt? Und für mich, was dann eben ist, so dieses, naja, wie unterscheidet sich jetzt, oder ist dieser Film jetzt eigentlich wirklich noch eine Übertreibung dessen, was wir eigentlich gezeigt bekommen? Und das ist für mich, glaube ich, auch so ein Hauptpunkt bei diesem Film. Ist das Schockierende an dem Film vielleicht eigentlich, dass er gar nicht mehr schafft zu schockieren, weil schon vom Fernsehen und so eigentlich längst überholt worden ist mit diesem ganzen Irrsinn, der da passiert und den man gezeigt bekommt, eben ohne Pause auf Knopfdruck. Ja, und im Grunde genommen Stone einfach selber schon damals gemerkt hat, nee, also eigentlich kann er das gar nicht mehr toppen, also ich muss nur durchs Fernsehen seppen und wir sind eigentlich auf der gleichen Ebene. Ja, sag mal, Starship Troopers waren 99, ne? Oder 97? Oder 97. Ich kann überlegen. Also Ende der 90er. Drei Jahre, sehr schön. Als Starship Troopers kann ich mich zufällig deswegen erinnern, weil das tatsächlich 97 das Jahr war, in dem ich 18 wurde und dann auch da rein durfte und dann wirklich happy geworden. Ja, okay. Weil ich gerade das überlege, Verhoeven hat ja auch, also ich meine, der hat bei Robocop ja eigentlich schon damit angefangen, aber auch so dieses Zwischenschneiden von da eben gestellten TV-Ausschnitten, aber auch da ja schon dieses völlige aufs Korn nehmen, dieser TV-Irrsinn sozusagen. Ob sich das dann, wie sich das vielleicht zeitlich überschneidet oder ergänzt noch. Bei Robocop also ja auch, ich finde auf jeden Fall, Stone hat, ich meine, das ist jetzt auch nur mein Eindruck und ich bin eben, ich glaube, jeder, der, egal, ich werde das Punkt Alter, mein persönliches Alter jetzt zum letzten Mal anschneiden, wer ein bisschen mitgezählt hat, wird sich ausrechnen können, wie alt ich bin, aber ich wundere mich eben darüber, das ist jetzt, da mögt ihr einen völlig anderen Eindruck haben, wie zeitlos das meiste auf mich wirkt, was wir da eben sehen. Also ich kann auch, wenn ich jetzt nicht irgendwie jedes Event und jeden Court-TV-Ausschnitt, den man dann da irgendwie sieht mit irgendwelchen Leuten auf der Anklagebank, da irgendwie historisch einordnen kann, wirkt für mich eben vieles auch noch relativ frisch. Ich kann mich eben an diese Coca-Cola-Werbespots noch erinnern und die, weiß nicht, also diese ganzen News-Clips, die dort gezeigt werden in irgendeiner Form und vieles eben auch einfach unterbewusst oder assoziiere damit andere Dinge, die vielleicht irgendwie in meiner Kindheit und Jugend prägend waren, wie zum Beispiel jetzt, ich musste zwar ständig an das Geiseldrama von Gladbeck 88 denken, also ein bisschen vor eurer Zeit, wenn es irgendwie darum ging, wenn diese... War noch in einem anderen Land. Ja, diese Mediengeilheit, die halt vollkommen korrupt losgeht, irgendwie sich an dem Leid von Opfern bereichert, nur um Quote zu erzielen, geht und eben dieses Element auch in Natural Born Killers aufs Korn genommen wird, klingt furchtbar, karikiert wird. Der Film wirkt für mich relativ zeitlos, obwohl er doch irgendwie einfach so in seiner Zeit verhaftet ist und für mich immer noch relativ frisch. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also, ja. also, was ihn in Anführungszeichen natürlich dated wirken lässt, sind natürlich dann die heute nicht mehr so aussehenden Fernsehgeräte oder sowas. Aber abseits davon, ja, natürlich. Ne? Also, was hat sich denn groß geändert? Diese Formate sind wahrscheinlich noch zugestreuter mit Werbung oder man wird jetzt noch mehr in Richtung Internet gelockt, um noch kürzere Clips zu gucken oder sowas. Aber das Grundprinzip wird sich nicht geändert haben. Nö, oder ja. Ich habe überhaupt, also genau, für mich hat der Film die gleiche Dynamik und Unberechenbarkeit, die er damals auch schon hatte. Und genau, also als sozusagen Element, vielleicht sogar auch erzählerisches Element, wäre jetzt wirklich das Internet das eine große Medium-Element, das würdest du heute in der Verfilmung, wenn sie das heute normal machen würdest, wäre das irgendwie ein Teil davon. Aber ansonsten, aber die Mechaniken davon sind ja eh die gleichen. Ob die Leute das jetzt auf Facebook posten oder in irgendeine Kamera sagen, ist egal. Also das kommt aufs Gleiche, ja. Also genau, insofern finde ich auch, hat sich nichts geändert und die Idee, dass
alles irgendwie ein Event ist oder alles kann zum Event werden. Das ist also sozusagen die Idee davon, ich mache einen Film über etwas oder ich mache ein Fernsehprogramm über etwas und das muss ich sozusagen dramatisieren. Und wenn ich das mit Dingen tue, die eigentlich sozusagen sich eigentlich dieser Dramatik entziehen, die eigentlich die dann irgendwie ja so eine Überhöhung erfahren, das ist heute, gibt es genauso. Ja. Ich überlege gerade, also ich würde den Super Bowl zum Beispiel auch als so ein Beispiel nehmen, der eigentlich wahrscheinlich das Sportereignis ist in Amerika, einfach dieses Sport, aber das, was zumindest hier bei mir so dann immer ankommt, ist, ja, und was Sie bei dem Super Bowl wissen müssen, ist, 30 Sekunden kosten 8 Milliarden Giganto-Euro und Dollar. Als Fakt Nummer 10 haben wir noch, es war übrigens ein cooles Spiel, weil in der Schlussrunde haben die das noch gedreht. Aber wer jetzt eigentlich den Super Bowl gewonnen hat, das ist eigentlich völlig Banane. Es geht erstmal darum, wie viel Geld kostet die Werbung, welche Filmclips wurden dort gezeigt, wer hat gesungen und wie viele Kostüme hat Lady Gaga getragen. Ja, ne? Also das eigentliche, tatsächliche Ereignis, das ist völlig banal oder wird eben so banalisiert und das ist eigentlich nur noch das Mittel zum Zweck, um eben alles andere zu verkaufen. Also dieses, ja. Was ich in unserem Intro, hatte Patrick jetzt nicht gehört, gesagt hatte hier, wenn man sagt, wir bringen jetzt einen Film raus als Label und die Reaktion der Käufer oder der Leute ist dann eben, ah ja, und dann bringt man noch den und den Film, statt in Anführungszeichen nur erstmal zu sagen, oh ja, da freue ich mich aber, das ist aber schön, dass der kommt, sondern immer gleich noch, ah ja, dann müssen wir gleich noch mehr Wünsche äußern und zum Super Bowl, ja, ich gehe dahin wahrscheinlich, um diese Trailer zu sehen oder eine Karte kostet 100 Dollar, wenn man ganz oben sitzt und nichts mehr sehen kann, nur mit 5 Ferngläsern und sowas. Ja. Das ist mein Beispiel. Lässt sich wunderbar auf Natural Born Killers übertragen. Und ich meine, heute wirkt das alles vielleicht auch alles ein bisschen platt und das hat natürlich jeder durchschaut und man kann über Twitter und Facebook und sonst wo irgendwie lustige Sprüche drüber klopfen und dann sind wir alle so wahnsinnig meta und postironisch und reflektiert und wissen über alles Bescheid. Aber ich glaube, 94, zumindest meiner Erinnerung nach, war das alles schon ziemlich smart. Ich meine, es war irgendwie platt und es war over the top und viele haben dafür Stone kritisiert, dass er irgendwie seine Thesen einmal mit einem Vorschlaghammer überbrät, auch ist auch alles vollkommen korrekt. Aber diese ganze Art und Weise, mediale Verarbeitung solcher Taten, solcher Events zu porträtieren und auch die, nicht nur eben das zu zeigen, sondern eben auch zu zeigen, wie das von der Öffentlichkeit rezipiert wird, das war damals schon relativ heißer Scheiß. Ich möchte nicht sagen, bahnbrechend neu, aber in der Form, wie Stone eben gemacht hat, sehr, sehr gut. Alleine wie er jetzt zum Beispiel auch US-Publikationen da abbildet oder die dann über Mickey und Mallory berichten. Das ist irgendwie in anderen Filmen, wo das auch schon sich dieses Stilmittels bedient, aber irgendwie immer so ein bisschen, auch immer in so einer respektvollen Art und Weise. Und hier zeigt er eben das Cover von das Time Magazine und von Esquire und Newsweek und so. Und alle haben wahnsinnig nicht uninteressante, aber irgendwie am Thema vorbeigehende Schlagzeilen. Und von wegen, warum lieben wir sie so? Und wie konnten sie nur wieder so tolle Morde begehen? Und das haben wir notiert, auf dem People Magazine steht irgendwie Sex on the Run, America's Naughtiest Couple Tell All. Ja. Das heißt irgendwie, die haben die wahrscheinlich interviewt und wahrscheinlich mussten sich nicht einmal irgendwie einer konfrontativen Frage stellen, sondern nur konnten nur darüber berichten, warum das, was sie machen, so toll ist und so sexy und so wunderbar. Das finde ich schon hochspannend an dem Film und einfach sehr amüsant auch heute immer noch. Ist das eigentlich für euch der Kernpunkt des Films, so eine Art Medienschelte, Medienkritik? Mm. Oder ist das halt das, was eben, wenn wir jetzt sagen, es war platt, das ist das, was natürlich eben sehr augenfällig ist und wo er auch, du sagst es gerne immer, Christian, so dieses Preaching to the Choir, ne, der, ja, diese bösen Medien oder diese bösen privaten Leute halt, die da nur ihr Geld mitmachen wollen, die Quote, ja, das, also sozusagen nur die Weltbildbestätigung, die wir uns jetzt da abholen, oder ist da eigentlich noch mehr in dem Film? Na, für mich geht es insofern tiefer, dass ich, also die Frage sich für mich stellt, woher kommt dieses Interesse? Also, dass zum Beispiel jemand, der ein Fernsehprogramm macht, die Vermutung hat, dass wenn er es richtig platt und wiederholend und dick auftragend produziert, dass das dann ein großes Publikum findet, das ist ja nicht ganz ungerechtfertigt. So.
und die, ich finde, das immer wieder im Raum steht, warum? Also zum Beispiel erstmal sind ja alle Menschen davon fasziniert oder auch irritiert, warum tun die das? Ne? Also keiner kann sich irgendwie vorstellen, es zu tun, und nicht umsonst gibt es auch ein paar Figuren in diesem Film, die Dinge tun, die ihnen am Anfang nicht zutrauen, ne? Von denen wir dann auch geschockt sind, dass sie so weit gehen. Und für mich ist das eher so das, worum es geht, und dann hängen Medien natürlich massiv mit drin. Ne? Also über die wird das viel transportiert, nämlich was braucht es dann eigentlich, dass, also was hält sozusagen uns als Menschheit stabil, und was braucht es, damit das sozusagen in sich zusammenbricht? Und dann wird irgendwie ganz schnell klar, gar nicht viel. Also ich finde, das schwingt schon genauso mit. Und Medien, die machen das immer so herrlich sichtbar, ne? Also die Medien, also wir haben es jetzt vor allem genau mit Presse, also mit Print und mit Fernsehen zu tun. Also ich habe halt so gedacht, du hast eben dieses Intro, wo die beiden in diesem Diner sind oder diese halbe Tankstelle, und dann schlachten die da diese Menschen ab, und eigentlich musst du dir doch sagen, ja, also im Rahmen der Gesetze müssen die natürlich bestraft werden, ne? Und dann kommen eben nachher diese Szenen, ja, das sind so tolle Typen, und dann denke ich auch so, ja, wie hat er für mich jetzt eigentlich schon manipuliert? Finde ich da nicht trotzdem in der Inszenierung oder so irgendwie eine Coolness, dass ich das irgendwo noch quasi so leicht abnicke und sozusagen dem ja auch in die Falle laufe und sage, ja, Oder sage ich mir eben mal, nee, das geht nicht, was sie machen, die bringen Menschen um, also was soll das? Und auch wenn man das dann eben, wenn dann eben diese Sitcom da einsetzt und das eben so herrlich konterkariert, diese Sitcom-Sachen, die sich auch eben so in so eine Richtung entwickelt haben, wie früher war bei Sitcoms noch Geldprobleme und sowas an der Tagesordnung. Heute sind das alles irgendwelche Reichen, deswegen ist Big Bang Theory halt so weit weg, wer hat da überhaupt noch eine Beziehung zu den Figuren? Aber dass eben schon so diese Überlegung gleich einsetzt, sind das eigentlich, also ich habe eigentlich totale Unsympathen als Hauptfiguren, ne? Und in jeder. Und dann geht man trotzdem so schnell dieses, ja, die bösen Medien, ne? Aber eigentlich sind doch diese beiden Typen, die da Menschen abschlachten, die sind doch eigentlich noch viel schlimmer. Ja, also nein, meine, Stone, aber ja. Stone macht sich ja schon die Mühe, das zu relativieren. Nicht in dem Sinne, dass er sagt, das ist gut und irgendwie gerechtfertigt, aber er gibt ihnen zumindest eine Motivation. Er lässt dem Mickey über seine Träume reden und hat offenbar auch Missbrauch erlebt. Mallory sowieso, wenn man irgendwie diese Sitcom, die wir da sehen, als so quasi Abbild sieht ihres Familienhauses, in dem sie aufgewachsen ist. Keine Ahnung, wie nah das an der Realität ist, aber allein an dessen, was uns der Film zeigt, müssen wir eben schon davon ausgehen, dass die beiden es eben auch schwer hatten und dadurch sich das irgendwie weg erklären lässt. Nicht rechtfertigen, möchte ich sagen, aber schon so im Kontext dieser filmischen Fiktion irgendwie, ja, legitimieren lässt. Und also Stone gibt sich da durchaus Mühe, und deswegen finde ich es auch gar nicht so überraschend, zumindest ist es bei mir so, dass ich immer wieder in einem Film an einen Punkt komme, selbst wenn ich eben weiß, die haben irgendwie an anderer Stelle einfach mal wahllos 5 Leute umgebracht, immer wieder an einen Punkt komme, an dem ich denke so, ja, irgendwie, ja, verstehe ich schon, sie hat schon ein scheiß Leben, und irgendwie hat ja auch Mickey recht, und Mickey hat ja auch zum Beispiel wird ja auch ein bisschen so vom Redneck zum kleinen Philosophen in der zweiten Hälfte des Films, hat da auch gleich so ein bisschen charakterliche Wandlung unterläuft er dann, und wenn er natürlich dann entgegengestellt wird schmierigen Charakteren wie Wayne Gale hier, Robert Downey Jr. und Tom Sizemore, Scagnetti heißt der. Also die einfach mal ungefähr dasselbe machen oder ähnlich schlimme Dinge machen in ihrem Leben, aber also mit dem Segen des Gesetzes und dem Segen der Fernsehzuschauer Allgemeinheit, dann wirken die beiden natürlich plötzlich irgendwie doch so ganz okay, ne? So dufte. Nee, fast. Ich überspitze das jetzt ein bisschen, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Naja, ich sehe da ja die ganze Zeit, so eine ganz typische menschliche Verhaltensweise ist, sich selber dadurch besser fühlen, dass man sich sicher sein kann, es gibt Menschen, die sind schlechter oder minderwertiger als ich selbst. So, ne? Und dadurch geht es mir automatisch besser. Deswegen brauchen wir sozusagen das. Und das Schöne ist aber, dass das so durch diese ganzen Spiegelungen, die Medien erzeugen, die auch mal sozusagen auch, also immer über eine Verstärkung laufen, ne? Also dieses ganze Reenactment so, ne? Also niemals sind ja quasi unsere Killer so cool wie die im Reenactment, ne? Also zumindest, also wie das da so aufgeladen ist. Und
da, also bei mir erzeugt das die ganze Zeit einfach diesen, ich muss als Mensch, ich verrenne mich da gerade wieder ein bisschen, aber also ich mag einfach, dass das Oliver Stone, also wir haben eigentlich, wir haben es ja mit einem Plot zu tun, den Quentin Tarantino da gebastelt hat, und im Grunde genommen wird der relativ straight auch durchgezogen. Also es gibt diesen Film, der im Drehbuch steht, und dann gibt überzieht Oliver Stone das mit seiner Inszenierung, die wo ich mir richtig vorstellen kann, dass Quentin Tarantino völlig geschockt gewesen sein muss, als er das gesehen hat, weil der ist ja auch noch niemals auf die schräge Idee gekommen, einen solchen Film zu machen. Also der könnte das gar nicht. Ne? Also bei dem laufen Brechungen eher über Subtilitäten in Dialogen oder in Blicken oder so, aber bestimmt nicht darüber, irgendwie, weiß ich nicht, 15 verschiedene Filmformate zu benutzen und permanent die Reflexion von der Reflexion mit einer Spiegelung, mit einer Brechung und auch, ich habe auch so das Gefühl, mit so einer intuitiven Idee, also eigentlich haben wir es ja mit einem Experimentalfilm zu tun, der unmöglich zu gucken wäre, der aber dadurch gut guckbar ist, dass er sehr straight seinen Plot durchzieht. Ich finde das sehr faszinierend und würde sogar behaupten, es gibt keinen anderen Film, der das jemals so aus Hollywood gemacht hat. Also eine straighte Gangstergeschichte diese Story von einem Paar, das sozusagen mordend durch die Staaten zieht oder so, ist wahrlich nichts, was die amerikanische Kinogeschichte nicht schon längst irgendwie auch gehabt hätte und immer wieder aufs Neue wiederholt hat. Aber sie quasi mit einer solchen Extremität zu verzerren, habe ich noch nie gesehen. Also auch nie wieder danach. Also sagt mir ein Beispiel. Ich kann mich noch daran erinnern, im selben Jahr kam California raus, dieser Thriller mit dem mordenden Paar. Ich glaube, die männliche Hauptrolle spielt Brad Pitt. Ja. Unglaublich banal. David Duchovny eigentlich, Brad Pitt ist ja der Böse. Der war unglaublich banal und langweilig. Also mir ging es so, dass ich nachdem ich Natural Born Killers erstmalig gesehen habe, auch California habe ich erst ein, zwei Jahre später gesehen, dann alle Filme, die zur selben Zeit rauskamen mit der ähnlichen Thematik, unglaublich banal und langweilig plötzlich erschienen, weil ich dachte, das kann ja irgendwie keiner toppen. Da hat jetzt irgendwie jemand diese, wie du schon sagst, diese sehr schlichte Geschichte genommen, diese oft erzählte Geschichte und was vollkommen Neues draus gemacht. Und dadurch haben wir irgendwie dieses Subgenre, das mordendes Paar on the road Movie, wie auch immer man das jetzt nennen soll, irgendwie in jeglicher anderen Form komplett an Reiz verloren. Also ich finde auch, in der Form liegt der Hauptreiz. Die ursprüngliche Frage war ja, ist das irgendwie Oliver Stones Hauptanliegen oder Kernthema des Films? Ich möchte sagen, schon. Für mich ist natürlich irgendwie das Präsenteste. Stone ist, glaube ich, selber ein bisschen davon abgerückt, auch nicht zuletzt durch, glaube ich, Kritik an seiner Medienschelte und auch daran, dass das Tarantino so viel dran rumgemotzt hat und dass in Tarantinos ursprünglichen Skript ja dieses ganze, diese Mediensatire überhaupt nicht enthalten war, so Figuren wie Wayne Gale, und die kam ja überhaupt nicht vor in seinem Originaldrehbuch. Ich glaube, Stone ist davon ein bisschen abgerückt und hat jetzt irgendwie in jüngeren Interviews, ich habe dieses Buch von Matt Soller-Seitz, hier habe ich zu Weihnachten bekommen, dieses Interviewbuch, und da sagt er eben, da will er überhaupt nicht darüber reden, groß, er will eigentlich nur über die Liebesgeschichte die ganze Zeit reden. Jetzt gut, es ist ja mittlerweile irgendwie gut 20 Jahre älter und da verklärt man so einiges, und er sagt, eigentlich ist es ein Liebesfilm und es geht um nichts anderes als um Liebe. Ich nehme das nicht so wirklich ab, die Medien schalten ja schon noch so präsent, aber er gibt sich schon Mühe auch mit den Figuren. Also das habe ich ja irgendwie bereits ein bisschen ausgeführt, und ich glaube, seine These, Grundhaltung ist nicht unbedingt, die Medien sind schlecht, sondern die Menschheit ist schlecht. Mhm. Alle sind schlecht in dem Film. Also wir dürfen ja nicht Menschen vergessen hier wie Tommy Lee Jones, hier Gefängnisdirektor, oder eben hier der Cop, der von Tom Sizemore gespielt wird, oder naja, mit Ausnahme des Schamanen, ehrlich gesagt, des Indianers, dem sie da begegnen und den sie ja unglücklicherweise umbringen, was auch Mickey sehr, sehr leid tut, gibt es eigentlich keine guten Menschen in diesem Film. Es ist einfach ein zutiefst misanthropischer Film, der seine Misanthropie auf eine unglaubliche, schnelle, hektische, treibende, unterhaltsame Art und Weise verkauft und einen erst so im Nachgang dann wirklich spüren lässt, was für schreckliche Dinge man da eigentlich gerade gesehen hat. Jetzt habe ich mich verrannt, entschuldigt. Ich setze mal kurz aus. Alles gut. Ich überlege gerade noch, also weil Christian ja mit diese Beispiele, ob es noch andere Filme gibt. Also ich überlege gerade, ich habe das Gefühl, es werden öfter mal Western zitiert. Also sowohl, weil im Abspann ja einmal steht, Footage from Wild Bunch. Hast du das etwa nicht erkannt? Ja, ich hatte schon so. Ich habe das sogar schon gehört. Ich war mir nicht 100%. Aber das ist, wäre ja so, was Inszenierung angeht, ja natürlich nicht, vielleicht nicht auf diese Art und Weise, aber ne, Peckinpah hat ja auch da ein bisschen ordentlich rumgespielt.
Es sind noch Ausschnitte von Platoon, glaube ich, und Stones hier. Nee, die Parma Scarface, glaube ich. Ja, genau. Also Scarface auf jeden Fall, und, ja, klar. Und der, da wo er das Drehbuch geschrieben hat, dieses Knast-Teil, das kommt gerade nicht auf den Titel. Midnight Run. Ja. Nee, Midnight ja. Run, Quatsch. Midnight Run. Oh Gott, ja. Diese Komödie mit Robert De Niro, genau. Ja, natürlich. Mir wirkte noch die eine Szene so, wenn sie dann in diesem, der Gefängnisausbruch, was machen wir jetzt hier, ne, und sind dann eben die drei, ja, lass uns einfach die Treppen runterstürmen und Kugelhagel und dann werden wir glücklich in die Geschichte eingehen, so ungefähr. Und das war für mich so, oh ja, das ist voll hier Butch Cassidy, The Sundance Kid, das Ende. Mhm. Ja, wo die dann auch so, okay, Freeze Frame und Happy Ever After, so ungefähr, gegen die Übermacht anlaufen. Und für mich ist das bisschen, was ich von Oliver Stones Film kenne, also ich glaube, was habe ich gesehen? Platoon, Wall Street, Snowden und dann hört es, glaube ich, auch schon auf. Jetzt JFK nicht. Stück. Den habe ich, der lief neulich mal bei ARD. Irgendwann nachts habe ich ein Stück geguckt, aber nicht komplett. Auf jeden Fall, genau, diese vier und also Natural Born Killers. Ich habe immer das Gefühl, Oliver Stone, meine Güte, ist ein bisschen, hat irgendwie sein Ding auch weg, auf jeden Fall. Aber er ist so jemand, der eigentlich sein Land, sein Amerika, das liebt er total. Und eben weil ihm so viel an Amerika liegt, kritisiert er das auch immer so ganz toll, oder? In unterhaltsamen Filmen bringt er so seine Kritik an. Wenn ihm Amerika egal wäre, dann würde er wahrscheinlich die Filme gar nicht machen über das Land. Das ist die Heimat seiner Geburt und der ist, glaube ich, alles andere als verliebt, aber ist schwer beschäftigt damit, das steht fest. Nee, weißt du, also ich glaube, wenn ihm sein Land sozusagen egal wäre, dann würde er die Filme auch nicht machen. Oder? Natürlich, nein, nicht egal. Nur weil du es gerade er ist verliebt. Ja, nee, er ist nicht verliebt, aber er ist so fest verbunden. Oder er liebt vielleicht lebt er irgendeine Idee davon und die will er eben mit seinen Filmen versucht, oder ist jetzt meine Meinung, dass er versucht eben da irgendwie seine Finger immer wieder in Wunden zu legen und zu sagen, Leute, das war irgendwie scheiße, wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob er dann wirklich auch irgendwelche Lösungsansätze präsentiert. Also wenn, ja, das wäre ja noch schöner, wenn die Kunst Lösungen bieten müsste. Die ganzen Fragen. Wirklich, erwartest du jemals Lösungen von Kunst? Das ist eine Anmaßung. Nö. Also, Stone ist schon eine schwierige Figur, ich gebe dir vollkommen recht, er liebt schon sein Land, aber er ist eben kein patriotischer Liebhaber seines Landes, er mag eben nicht die offizielle Version Amerikas und damit ist er eben auch eine schwierige Persönlichkeit, also als Filmemacher wie auch als Mensch, weil wenn man so über ihn liest und Interviews mit ihm liest und seine Filme eben auch betrachtet, zunehmend jetzt in der Phase, in der er immer irgendwie, ja, der, sagen wir mal, nicht mehr so auf seinem Karrierehöhepunkt war, ich sage mal 95 aufwärts, in dem man eben angefangen hat, Sachen zu machen, die auch, weiß ich nicht, nach Kuba zu fahren und Castro zu interviewen und irgendwie das wohlwollendste Castro-Porträt zu machen, was man sich irgendwie so denken kann. Da denkt man schon so, ja, ist irgendwie einerseits schon jemand, der für seine Sache brennt, der auch sein Land irgendwie liebt, aber nur so einen kleinen Schritt vom kompletten Lunatic und Verschwörungstheoretiker entfernt. Das macht es so ein bisschen problematisch. Ich finde ja zum Beispiel auch sein JFK hervorragend. Das ist ein hervorragend inszenierter Film, der eben auch schon viele Stilmittel verwendet ist und was man dann später Natural Born Killers sieht, diese verschiedenen Filmformate, die er benutzt und dieses ja fast schon wie ein DJ irgendwie seine Plattenmix da irgendwie zusammengeschnittene Filmwerk, um irgendwie möglichst viel Handlung in diese 3 Stunden zu bringen. Also Handlung, die eigentlich für 6 Stunden oder für so eine ganze Netflix-Season reichen würde. Das ist schon irgendwie alles irre und funktioniert irgendwie als wahnsinnig spannender, aber natürlich hochgradig absurder Thriller. Das Problem, oder nicht Problem, aber es ist eben einfach so bei Stone, ist die Tatsache, er glaubt das eben auch wirklich alles. Er steht da eben auch wirklich hinter und glaubt, ja, so war es und es kann irgendwie nicht anders gewesen sein und lässt dann irgendwie auch relativ wenig mit sich reden. Und das zeichnet ihn als Filmmacher aus, dass er so verbissen für sein Weltbild eintritt und es so zeigt und seine Agenda so vehement vertritt. Dadurch neigt er eben aber auch, dass seine Filme alle sehr, sehr einseitig sind, sehr schwarz-weiß, sehr wenig, weiß ich, verschiedene Lesarten zulassen. Also bei Natural Born Killers hätte ich mich jetzt zum Beispiel wahnsinnig schwer damit, eine andere Lesart darin zu sehen, als es ist halt eine Medienkritik oder eine Medienschelte zum Großen. Also es würde mich jetzt sehr wundern, wenn einer sagen würde, ja, eigentlich sollst du irgendwie die Korruption des Gefängnissystems in den USA anprangern. Ich glaube, das interessiert ihn herzlich wenig. Aber na gut, das zeichnet eben aus, das ist aber eben auch seine größte Stärke, diese eben sehr einseitige, sehr
stark linksliberale, linksintellektuelle Weltsicht, alternative Realitäten zu lieben und so weiter. Er hat ja auch kürzlich eine Fernsehserie produziert, die heißt irgendwie The Untold History of the United States, wo er quasi so einfach so die inoffizielle Wahrheit erzählt, also die Alternative Facts der US-Geschichte der letzten 70 Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg. Und er tut das eben einigermaßen glaubwürdig, aber letztendlich, ja, sind es eben, bildet sich die Realität ab, sondern eher das, was in seinem Kopf vorgeht. Und das ist ja schön. Also wenn es so dann was dabei rauskommt wie Natural Born Killers, möchte ich da auch gar nicht meckern. Ja, und ich finde, die amerikanische Geschichte steckt da ja, zumindest was diesen Gründungsmythos angeht, ja auch wieder mit drinnen, nämlich immer dieser Wahnwitz, dass es ja quasi alles begann mit einem irrsinnigen Völkermord und der aber quasi seit jeher kollektiv massiv verdrängt wird. Also für mich auch ein wunderschön, also aus psychologischer Sicht auch vollkommen logisch, dass wir sozusagen das, ich meine, es ist auch nur eine gefühlte Wahrheit, ich habe da nie gelebt, war nie dort, aber das Gefühl von einer sehr kleinen Schwelle hin zu extremer Gewalt und auch sozusagen einer Befindlichkeit zu eher, also dass sich viele Menschen dort gut vorstellen können, dass das eine gute Idee ist, Waffen da zu haben, sich auch verteidigen zu können. All das gehört ja dazu, so dieses wir haben so unser Land erobert und so, und dass das ja quasi schon von Anfang an völlig falsch ist, weil es war ja nie ihr Land, sondern es wurde schon immer mit blutigsten Morden sich sozusagen einfach genommen. Und das ist für mich der Indianer, der dort getötet wird. Also die Ursünde der Amerikaner wird wiederholt. Mhm. Also ich glaube auch, sie wird so lange wiederholt, bis etwas sich verändert. Aber bis dahin bleibt das immer eine Schleife. Und ist das dann nicht sogar zynisch, wenn er gerade bei ihm sagt, oh, das tut mir aber leid und das wollte ich nicht? Wenn er, also gerade jetzt bei ihm, bei dem Vorfahren, bei dem Ureinwohner? Ja, weil er verstanden hat, dass hier sozusagen wird der Dämon, der in jedem Menschen, oder für mich steckt in jedem Menschen dieser Dämon drinne, und also du kannst es auch Trauma nennen oder kannst, wie auch immer du das nennen willst, so, ne? Also ist für mich auch nicht automatisch das Böse oder so, aber es ist auf jeden Fall das Verdrängte, dass man sozusagen das auf jeden Fall sich ein Ventil sucht. Und das Problem ist immer, dass wenn man etwas verdrängt, kommt es nicht als das, was es war, bevor man es verdrängt hat, sondern es kommt halt als irgendwas anderes. Und es kann zum Beispiel als Aggression und Mordlust oder was auch immer wieder rauskommen. Und dann kommt das sozusagen der ihn davon befreien will. Also einfach als, ich glaube, der hat ja gar keine Chance. Also trifft er sozusagen auf solche massive, die haben ja vereinen ja fast alles so, was man sich so vorstellen würde, was jetzt ein potenzieller Mörder alles für Kindheitstraumata erleben könnte. So, das wird ja alles fast so reingepackt. So und dann versucht er sozusagen schamanenartig gleich, ja, das wird, man macht da gleich so sein Ritual. Ich glaube, dass das, also für mich ist das schon tief empfunden von den Figuren. Also da hat sich eigentlich jemand sozusagen dem widmen wollen, obwohl er selbst schon uns zum Opfer gefallen ist. Ist er sofort bereit, sich sozusagen in die Untiefen der Seele zu begeben. Und ich glaube, tut der Mord auch wirklich leid. Also ich meine, er kann auch nicht anders. Also hätte auch nicht anders passieren können. Ja. Danke. Ja, weiß ich nicht. Also, es gibt wirklich eine Zeit, in der ich das nicht geschnallt habe, in der ich amerikanische Western geguckt habe und nicht gerallt habe, was eigentlich erzählt wird. Ich habe wirklich Western, Peckinpah hat diese Western nicht gedreht. Ich überlege gerade, Little Big Man muss man mal sehen, um auf einmal. Ach so, also es gibt etwas, das, also selbst meine eigene, also meine jugendliche Realität war auch verzerrt von diesem völlig furchtbaren Mythos von Amerika. So. Und dann haben die, also die haben das ja dann auch noch wiederholt. Also ich meine, alle Völker, ich glaube, in jedem Volk könnte man diese wahnwitzigen Entwicklungen sehen. Ne? Also wir sind da ja auch gut dabei gewesen. Gibt es in Deutschland genauso, ja. Wie ist das denn so mit den Farben? Ja, ist geil. Ich habe das richtig gemocht. Wir haben den hier gerade sehr groß projiziert schön an die Raufasertapete hier. Und das schöne Vergnügen war, dass das so irrwitzig, leuchtend, surreale Momente gab. Und zu wissen, dass es bevor irgendeine digitale Farbkorrektur abgegangen ist, also bevor sozusagen es völlig problemlos war, dass man in einem Bild alles grün hat, außer ein paar Flecken von natürlichem Licht. Und zu wissen, dass es alles
also am Set entstanden. Ne? Das ist also alles eine, also Robert Richardson als kleiner Lichtgott von Hollywood hat sich da so geil ausgetobt und das sehr genossen, einen vibrierend bunten, farbigen Film zu sehen und zu wissen, nur bis auf ganz wenige Ausnahmen ist das auch frei von irgendwelchen digitalen Spirenzien. Das ist, da wird noch geschwitzt. Ja, also ich habe halt so diese, ne, die drei Primärfarben, also Blau, Rot und Grün, die da immer wieder durchfallen, aber ich kann sie noch nicht so hundertprozentig, dass ich jetzt sagen könnte, das steht dafür. Bei mir ist so der größte war, na, Grün ist meistens drin irgendwo, aber. Also Grün steht für Glück und Rot für Liebe. Naja, die werden ja auch nicht einfach so gesagt haben, komm, mach mal braun. Nein, komm, mach mal weiß. Aber ich krieg's halt auf jeden Fall. Ich habe dummerweise den Audiokommentar von Oliver Stone gehört und der erklärt sofort beim ersten grünen Pudding in der ersten Szene, dass das Grün das pure Gift für ihn ist und all das so. Verseuchte und Verdorbene schon immer ankündigt. Ja. Verbinde ich eben vor allem mit der Drug Zones Szene eben mit dem Gefängnis, wo sie dann kurz immer haben, so, was machen wir denn jetzt? Das sind so die beiden Hauptgrünen und weil beim Rot ist klar, das ist halt sowieso immer Blut, ne? Egal was sonst noch alles ist oder so, aber aha, ja, gut, Gift. Ja. Wenn der Regisseur das sagt, dann muss das ja so sein. Wir haben ja festgestellt, ob der Stone Lisa gibt ich keine andere Deutung zu. Ich glaube, Stone sagt aber auch selber, man soll nicht zu viel reininterpretieren. Ja. Er hat schon so seine offensichtlichen, ja, visuellen Schachzüge, die er da mit Robert Richardson betreibt, in dem Sinne, dass er sagt, okay, ja klar, wenn Wayne Gale da, die Robert Downey Jr. Figur zwischenzeitlich zur Hauptfigur des Films wird, dann sehen wir eben hauptsächlich Fernsehbilder und wir haben eben diese komische Retro-Sitcom-Ästhetik, die so irgendwie an I Love Lucy und alte 50er-Jahre US-Sitcoms erinnert. Wenn wir da wie heißt das, Mallory in Love? Nee, in Love with Mallory. Oder so, ne? I Love Mallory. Oh, I Love Mallory, so. I Love Mallory, glaube ich. Heißt und klar, der grüne Kuchen bis zur grünen grün bedeutenden Drugstore ist irgendwie ob immer dann der Fall, wenn, glaube ich, wie Gewaltausbrüche oder großmöglicher Wahnsinn kurz bevorstehen oder geschehen. Also da sind schon Muster zu erkennen, aber oft sind es eben auch, glaube ich, einfach nur, tut er irgendwie Dinge nur, weil er es eben kann oder weil es irgendwie gerade sich so vielleicht auf einer visuellen Ebene gerade so richtig schön poetisch in den Film einfügt und zur Stimmung passt, wenn irgendwie zum Beispiel da Mallory ihren Schal von dieser Brücke runterfallen lässt und dann flattert er in Zeitlupe im Wind und wird zu einer irgendwie das Ende der Unschuld. Tricktechnik, ja. Animierten Schlange und die sich selber auffrisst und ach, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel ich da reinlegen soll. Tatsächlich aber so viel, viel bemerkenswerter für mich oder was mich immer mehr viel mehr beeindruckt, als diese ganzen Bilder zu lesen, zu denken, was könnte uns der Auteur damit sagen? Ja, das ist mir egal, was der sagen will. Das ist mir sowieso egal, was mir der Regisseur oder sonst wer damit sagen will, sondern was nehme ich damit raus? Aber ja, ich wollte jetzt Ich finde das Handwerkliche eben dahinter interessant. Ja. Das eben auch gerade schon gesagt wurde, dass eben im Zeitalter vor Digitalfilmen und irgendwie einem digitalen Schneidebrett da dieses ganze Zeug eben auch gefilmt werden musste mit unterschiedlichen Kameras und Animateure beauftragt werden mussten und es da irgendwie noch nicht, weiß ich nicht, irgendwelche Computerprogramme gab, mit denen man sowas mal irgendwie schnell zusammenfriemeln konnte. Das finde ich so irrsinnig, das heute so zu sehen. Und ich glaube, das geht, wenn man den Film vielleicht im Jahr 2017 jetzt zum allerersten Mal sieht und vielleicht irgendwie erst schmale 16 oder 18 Jahre alt ist, glaube ich, komplett an allem vorbei, dass da einfach auch eine Menge Craft hintersteht. Also wirklich gutes, klassisches Hollywood-Kino-Filmemacher-Handwerk. Und das finde ich immer noch irgendwie ganz, ganz, ganz beeindruckend. Also ich stelle mir diesen Dreh auch extrem ein Chaos vor. Also da muss wirklich, also da denke ich dann, dieser Oliver Stone muss wirklich jemand sein. Du musst ja jemanden haben, dass der Typ, der die ganzen Fäden am Ende in der Hand hält, der vorher weiß, so soll das aussehen. Natürlich, das glaube ich nicht. Natürlich sind dann noch mal so ein paar Dings, aber der eine Vorstellung hat, was am Ende bei rauskommen soll, weil wenn du das, also ich habe ja immer zwischendurch so gedacht, okay, jetzt haben sie das noch mal eingefärbt, jetzt haben sie hier wieder dieses andere Format gewählt. Wie oft müssen diese Szene gedreht haben? Also dieser ganze logistische Ablauf hier, Produktionsleitung und sowas, die müssen ja alle voll mit fertig gewesen sein nach diesem Film, in meiner Vorstellung.
du musst ja irgendwas, also wer hat denn zu dem Zeitpunkt geglaubt, dass das am Ende mal so aussehen wird von den Beteiligten? Ne? Oder, und wer hat einfach gesagt, ich mache hier meinen Job und wenn der Job vorbei ist, dann mache ich einen anderen Job oder sowas. Also das ist so, was ich denke. Ich glaube, es ist ein Riesenkompliment, dass für dich, also an die Macher, an das Team sozusagen, dass für dich das Chaos so gewirkt hat, ne? Dass du das 1:1 so auf dem Set vermutest. Mein Gefühl ist, also der Hauch von entfernter Erfahrung natürlich nicht, wie es wirklich auf diesem Set aussah, aber natürlich ist genau das Gegenteil der Fall. Also die haben in einem echten Gefängnis gedreht, das sozusagen auch im Betrieb war. Du kannst dir sicher sein, dass dort kein Chaos geherrscht hat, als sie das gedreht haben. Ja. Aber natürlich, aber was dort an Inszenierung übrig bleibt, macht genau diesen Eindruck. Das ist ja diese, also ich meine, Oliver Stone erzählt im Audiokommentar auch, dass er total begeistert war von der Ästhetik des Videomaterials auf Film zurückübertragen. Und das ergibt ja wirklich auch eine verwaschen, rucklige, also es strahlt auf jeden Fall das aus, ne? Aber das Schöne ist halt, trotzdem dreht man das alles brav nacheinander und wenn so ein, also sieht vielleicht, der Einzige, der ein bisschen chaotisch aussieht, ist dann der Kameramann, wenn der irgendwie so hin und her wackelt und aber ansonsten, glaube ich, ist das, aber also ich habe auch das Gefühl, ja, dass das, also der, für mich sieht das auch intuitiv geschnitten aus. Es sieht nicht aus wie wirklich, also jeder, der Einzelne, der angeblich über 3000 Cuts, die sozusagen in dem Film gemacht worden sind, ist sozusagen vorher schon überlegt gewesen, sondern es gibt halt die Möglichkeit, also die Szene klassisch mit 35mm Kamera und auf dem Dolly, ja, zu machen. Und dann gibt's die Möglichkeit, das Ganze wackelig mit Super 8 oder mit 16mm. Also ich habe das Gefühl, es gibt eher immer wieder die gleiche Szene nacheinander in diesen verschiedenen Aufnahmemodis. Und dann am Schnittraum sozusagen auf Entdeckungsreise zu gehen, zu gucken, was passiert, wenn ich das und jenes. Ja. Also so fühlt es sich an. Also es fühlt sich, also ich meine, es wäre. Aber was natürlich feststeht, es gibt ja schon Einstellungen, in denen innerhalb, also einer Aufnahme ohne einen Schnitt solche extremen Dinge passieren. Also Lichtwechsel, Rückprojektionen, die angehen, ausgehen, Kameras, die sozusagen noch gerade ist alles ganz sauber am Horizont und plötzlich kippt es weg und also all solche Dinge, gehen natürlich hochkomplexe Dinge vor. Das ist auf jeden Fall der Teil, wo, glaube ich, so eine schöne Mischung ist, dass mit ganz viel präziser Planung eigentlich Chaos und Unsicherheit produziert wird. Ne? Und zu dem Punkt noch kurz nochmal zurückgehend, was wir uns der Regisseur damit sagen. Ich hatte irgendwie gerade diese komische Verbindung, wenn die erste Flucht oder wenn, ja doch, bei der ersten Flucht von Mickey, dass das eine Anlehnung oder eine ja doch ein Zitat ist an eben Zauberer von Oz, weil er auf den Tornado zureitet und dann ist er nicht mehr in Kansas. Und damit ist ab dort ist alles Fantasie. Bäm. Steile These geliefert. Nee, also einfach nur, weil ich mit diesen Western, die ja quasi so amerikanisches Filmerbe sind und Zauberer von Oz ist ja auch, findet sich ja auch in ganz viel, oder allein dieser Spruch hier, oh, I think we're not in Kansas anymore, findet sich ja in allen möglichen Filmen wieder und deswegen ist mir gerade dieser völlig komische Gedanke gekommen, so ein Tornado und dann läuft er da rein. Hat zwar kein Hund, aber ein Pferd. Ja, das sind so die Momente, ich glaube, die sind auch ganz, ich glaube, mit dem ganz klaren Bewusstsein darüber geschrieben, wohin sie dann irgendwie die Charaktere hinführen sollen, wo es die Story hinführen soll, was irgendwie dem Zuschauer dafür wie Deutungsmöglichkeiten mitgegeben werden. Aber da gibt es eben auch ganz viele Momente, von denen ich das Gefühl hatte, Stone hat sie nur reingepackt, weil er es eben gerade witzig fand oder irgendwie visuell spannend. Also bestimmte Momente. Einige Sachen sind irgendwie ganz klar. Ich meine, wenn sie in der Hütte des Schamanen stehen und dann wird auf Mickeys Brust oder Mickeys und Mallorys Brust da irgendwie Too Much TV oder irgendwie, keine Ahnung, Demons Inside und so Quatsch projiziert, ist ziemlich klar, was sie damit meint. Aber da gibt es eben auch so Sachen wie die Hasen am Ende, die ich ja ganz faszinierend finde. Ja. Und irgendwie Mickeys Hasengeschichte, von der ich irgendwie selbst nach dem 10. oder 12. Mal nicht wirklich weiß, was will uns der irgendwie Regisseur damit sagen. Klar, irgendwie Mickey ist böse und Mickey ist im Traum Hase, der die anderen Hasen jagt. Ja, und dann begegnen sie uns nochmal irgendwie im Abspann, aber sagt er damit irgendwie was Relevantes, was nicht irgendwie die übrigen 115 Minuten des 50 auch genauso sagen? Also, ich weiß es nicht. Das macht eben den Film auch reizvoll. Das macht es so reizvoll, den Film immer wieder zu gucken, weil er eben inhaltlich und ästhetisch so dicht ist. Und das finde ich ja
zunehmend interessanter an Filmen. Also es gibt Erzählkino, es gibt irgendwie die Ingmar Bergmans dieser Welt und es gibt irgendwie Oliver Stones dieser Welt. Und Stone ist immer dann am interessantesten, wenn man ihm wirklich größtmögliche Freiheit mit seinem Material lässt und ihm einfach die Möglichkeit gibt, rumzuspinnen. Und Natural Born Killers, genauso wie irgendwie ein paar andere Filme aus dieser Zeit, also Mitte der 80er bis Mitte der 90er, bieten mir eben genau das, also Stone in seiner pursten Form. Und das stört es dann eben auch nicht, wenn einiges mal platt ist und einiges sinnlos und irgendwo hinführt, sondern er gibt eben einem so viel, ebenso wie jetzt vielleicht der Sucker Abraham Sucker Komödie einem so viele Gags entgegenschmeißt, dass man gar nicht alle gut finden muss, um trotzdem seinen Spaß zu haben, selbst wenn nur 30% funktionieren, gibt Stone einem eben so viel, dass selbst wenn irgendwie 50% des Films berechtigterweise scheitert, weil irgendwie zu platt und warum braucht es irgendwie eine japanische Journalistin, die schreit, oh, he has a large gun, he is impotent now und was irgendwie mich heute immer noch so ein bisschen in Fremdscham erröten lässt, der Rest funktioniert aber so gut, dass es mir dann irgendwie letztendlich fast egal ist. Und schon wieder habe ich irgendwie, glaube ich, den roten Faden fallen lassen und suche ihn gerade. Es passt aber zum Film, glaube ich. Stimmt, verlieren. Ich sollte beim Schnitt vielleicht nochmal ein bisschen experimentell rangehen. Mache alle 10 Sekunden. Vielleicht schneide ich das Ganze mal so zusammen, dass es total dicht wird. Oder kannst du es gleich nochmal per Telefon anrufen und ich nehme es mit meinem iPhone auf. Ich will da auch noch ein bisschen Materialtextur sehr gut, einbringen. Sehr gut, sehr gut. Ich will gerade noch ein Element mit reinbringen, das wird mir gerade bewusst, dass wir tatsächlich noch gar nicht über die Tonspur gesprochen haben. Yeah. Ich sage das jetzt absichtlich, ne? Also die Tonspur, ich könnte sagen, lass uns über die Musik reden oder, aber das, also es gibt ja fast keine Stelle, wo ich das Gefühl habe, da läuft auch mal einfach nur einen Song durch, so einfach macht sich der das nie. Manchmal laufen 2, 3 Musiktracks gleichzeitig oder Dinge, die eher an Musik erinnern. Habe ich heute nochmal viel Spaß gehabt. Also ich könnte den Film auch einfach als, Wiege, vielleicht nicht die Wiege, aber weil Musikvideos waren da ja auch schon ordentlich am Rocken. Aber also es ist, ich entdecke also einen Haufen wunderschöner Musikclip-Einzelstücke, ne? Also bei denen ich mir macht der Film sehr leicht, weil ich jetzt ein großer Freund von Leonard Cohen bin. Sehe ich halt schon allein 3 Leonard Cohen Musikvideos in diesem Film. Auf der Ebene funktioniert es auch nochmal sehr, sehr schön. Leonard Cohen war für mich bis Natural Born Killers sah immer so der Musiker, den meine Mutter toll fand. Eieiei. Das war ja, ich meine. Ich verstehe das. Man lernt man erst spät im Leben dazu, aber tatsächlich, als ich Natural Born Killers zum ersten Mal sah, und Natural Born Killers verbrät ja ungefähr die Hälfte von Cohns The Future Album, was auch ganz wunderbar ist, finde ich fast sein schönstes Spätwerk, in Anführungszeichen, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er danach noch 25 Jahre lang weiter Musik macht. Aber es ist echt ein tolles Album. Stone wählt die richtigen Songs aus. Natürlich viele andere tolle Songs auch. Aber es ist irgendwie, es ist wahnsinnig unkonventionell und passt irgendwie auch in diese Zeit, in der irgendwie viel, viel Kino, was die Menschen auch damals bewegt hat, so sehr, auch sehr, sehr musikgetrieben war. Ich meine, Tarantino war ja auch einfach eine große Nummer, muss man mal sagen, in dem Jahr. Man kann ja nicht komplett ausblenden. Nicht nur als jetzt hier Verfasser der Story und des Originaldrehbuchs jetzt zu Natural Born Killers, sondern einfach auch derjenige, der in Konkurrenz, direkter Konkurrenz mit Stone stand zu der Zeit quasi, weil auch er hatte einen super revolutionären, brutalen Film, der gerade irgendwie durch die großen Festivals getingelt ist, gemacht so zum damaligen Zeitpunkt mit Pulp Fiction, und er hatte eben auch einen tollen Soundtrack und aber ich muss sagen, rückblickend mit irgendwie 20 Jahren Abspann, ich finde, der Soundtrack hier hat sich besser gehalten, weil er ist unkonventioneller, er ist harscher, er ist irgendwie unbequemer, aber dadurch auch irgendwie nicht so gefällig und noch nicht so ausgenudelt, wie es jetzt der Pulp Fiction Soundtrack mittlerweile ist, der eben im Radio rauf und runter gespielt wird, wie ähnlich wie, keine Ahnung, der Buena Vista Social Club Soundtrack, der auch einfach nur noch nervt, obwohl er so schön ist. Ja. Tarantino hat halt schon immer, also der ist der Typ für die Nummernrevue, was den Soundtrack angeht. Und gelegentlich sind die Dinger so grandios, also was da an Film und Musik zusammengeht, dass das für mich wunderschön ist. Aber das hat auf, also ich für mich, ich im Jahre 94 ist auf jeden Fall ein Film komplett an mir vorbeigegangen. Und aber erst 94 war ja Reservoir. Nee, das war schon Pulp Fiction, ne? Genau, richtig. Ja. Ja, und Pulp Fiction war eine völlige, also damals, eine völlige Luftnummer für mich. Da habe ich überhaupt nicht verstanden, was der Film jetzt von mir will. Da ist die Revolution auch erst ein bisschen später bei mir angekommen. Es war auf jeden Fall eine ganz andere Idee davon, mit Musik umzugehen. Auch wenn vielleicht aus der Entfernung, ja, beide nutzen, sozusagen erzählen. Aber, naja, so gut, das passiert immer, man erzählt immer, wenn ich Musik einsetze. Aber, nee, also ich glaube, es ist wirklich ein extrem
anderer Umgang damit. Also weil es einfach, es gibt ja einfach Momente, in denen, also ich weiß nicht, die Szene, wenn Juliette Lewis Woody Harrelson im Knast bei der Besuchszeit einen runterholt, läuft die ganze Zeit ganz lässig so ein Bob Dylan-Song irgendwie drunter weg so, aber auch wirklich eher so als so eine Atmosphäre irgendwie, gar nicht als, also die drängeln sich, also eigentlich drängeln sich nur die Leonard Cohen-Songs in meiner Erinnerung richtig in den Vordergrund, also als jetzt darfst du sogar beim Text zuhören. Bei den anderen Sachen komme ich gar auch nicht. Auch bei Shitlist und ja. Bei Born Bad. Ja, wenn Juliette Lewis selber singt, das ist geil. Das hat mich heute sehr gefreut. Ich muss aber auch sagen, dass das Bob Dylan-Cover von hier, You Belong to Me ist auch. Also für mich ist es schon immer sehr, 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 sehr präsent. Genauso wie der hier dieser eine Track von Nusrat Ali Khan gegen Ende. Hab leider den Namen vergessen, aber auf der Struktur. ah ja, okay, ja, das stimmt, ja, das. Aber gut, du hast natürlich recht. Im Grunde ist es so ein Embarrassment of Riches, was uns hier Natural Born Killers bietet. Und ich verfall ständig in diese Anglizismen. Es ist eben kein. Ja, sag mal, ich weiß sogar nicht mehr, was du meinst. Das ist gerade. Es ist eine Fülle des Guten, fast zu viel des Guten. Ah, so viel, ja. Dass es einen erschlägt, ja. Ohne sich jemals in der Form in den Vordergrund zu drängen, wie es eben oft bei, um mal wieder irgendwie die Tarantino-Referenz zu bemühen, sich so in den Vordergrund drängt, wie bei Tarantino. Man hat tatsächlich das Gefühl, es passt wirklich gut diegetisch einfach in den Film rein. Es fügt sich einfach gut an den Text an, ohne jemals zu sagen, okay, und jetzt bringen wir den Film mal kurz für 3 Minuten zum Halten, weil wir haben echt einen geilen Song für euch. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Der Film hält niemals an für die Musik. Ne? Also das darf beides gleichzeitig passieren und Tarantino macht eine wahre Kunst daraus, dass die ganze Handlung komplett zum Stehen kommt, um dann sozusagen den Moment zu dehnen durch Musik. Ja, das ist es, ja. Man darf jetzt nicht Schlechtes sagen. Also immer wenn man ja nur was leise Kritisches sagt oder irgendwie an irgendeiner Stelle mal sagt, also X ist besser als Y, dann ist man sofort ein Hater und mag dann das andere nicht. Also so ist es ja nicht. Dafür sind wir ja auch ein richtiger Diskussionspodcast, wo wir das zulassen, wo wir zwar steile Thesen hinwerfen. Also, nicht so wie beim Bahnhofskino oder was? Ja, guck mal. Also ich meine, ich glaube, wir haben in unserer 5-jährigen Historie irgendwie über 200 Episoden, glaube ich, irgendwie 2 oder 3 Mal am Rande leicht despektierliche Sachen über Christopher Nolan und Daniel Neuf fallen lassen und schon werden wir irgendwie als die Hater gebrandmarkt, die dann irgendwie alles hassen, was gerade populär ist. Und ich denke mir, meine Güte, was ist falsch gelaufen? Ja, und deswegen muss man eben mit solchen entspannten Gesprächsrunden hier immer einfach mal sagen, das hier ist der Standard, nicht hier. Du, Max, was du nicht bemerkst, ist, dass dir Patrick gerade gesagt hat, dass uns das jetzt auch droht, weil wir hier... Ja, und ich sage jetzt mal ganz klar, die Leute, die das machen, nee, komm, ein bisschen tiefer muss schon gehen. Das ist, was ich immer wieder sage hier, ja, der Film war gut, der Film war schlecht, danke, Gespräch beendet. Damit kann ich nichts anfangen, dann würde ich schon das sich unterhalten. Und natürlich kann man Christopher Nolan Sachen vorwerfen. müssen wir eigentlich über die Schauspieler noch reden irgendwie? Also ich finde Woody Harrelson ungeheuer charismatisch. Der hat hier, finde ich, oder ich, auch von ihm habe ich, glaube ich, noch nicht so viel gesehen, aber für mich hat er hier richtigen Star-Appeal. Ich habe vorhin noch gesagt, ich hatte heute ja mal Singing in the Rain erstmals gesehen, deswegen wird es heute eine sehr interessante Nacht, glaube ich, wenn ich diese beiden Filme in mein Unterbewusstsein sickern. Aber einfach so diese Präsenz und er hat eben auch natürlich so ein markantes Gesicht, die Stimme oder seine Aussprache ist auch sehr eigen. Das kommt schon hin. Und dann kommt halt dieser Giftzwerg, der hier, Tommy Lee Jones, du kriegst Geld, mach was du möchtest heute. Du bist der Gefängniswärter, dreh mal einfach völlig durch oder so. Der irgendwie so ein bisschen was anderes. Also, wo ich mir zum Beispiel nicht sicher bin bei Tommy Lee Jones, ob mir das gefällt und mich unterhält oder ob ich nicht auch irgendwo sage, nein, das gehe ich jetzt nicht mehr mit oder so. Also, na, an Tommy Lee Jones, finde ich, kann man gut sehen, was Woody Harrelson so großartig macht in Nature Born Killers, weil Tommy Lee Jones sieht man halt, dass er gerade eine Karikatur verkörpert. So, ja. Ne? Und so viel kann der gar nicht Sabber spucken ins Gegenlicht von Robert Richardson, dass einen das sozusagen, also es haut halt nicht immer, also das, genau, ich bin auch irritiert davon und manchmal freue ich mich. Kann manchmal mich sehr freuen an diesem extremen Spiel, aber Woody Harrelson, da passiert dieses gruselige Ding, dass das einfach so nah, also das ist ja an sich irgendwie ein, also ich meine es im besten, also ich meine es positiv, ein freundlich naives Gesicht
Und alles andere ist aber genauso drinne und wirkt fast deswegen noch bedrohlicher. Und dann hat er ja auch eine unglaubliche körperliche Präsenz, wenn der sich die Haare abrasiert. Also das ist wirklich sehr, auch sehr, also von der ganzen, also der ganze Körper spielt dort mit. Aber es gibt für mich eben nie dieses Ding, dass ich finde, der spielt eine Überhöhung, eine Überzeichnung, obwohl er total überzeichnet ist. Ja. Also ich glaube, dieses ich glaube, in die Harrelson-Performance zumindest zu damaliger Zeit spielt auch so ein bisschen die Erinnerung mit rein, dass er eben hauptsächlich bekannt war für Cheers und da eben eine Rolle gespielt hat, glaube ich, die viele mit ihm auch persönlich, mit ihm als Schauspieler, als Mensch auch so gleichgezogen haben. Er spielt ja, glaube ich, sogar eine Figur, die Woody heißt in der Serie. Und ist eben so ein tummer, junger Mann hinterm Tresen, der irgendwie nichts wirklich mehr zu tun hat, als immer so ein bisschen so der Hintern aller Witze zu sein, der Butt of all jokes oder wie. der nicht wirklich viel Sinnvolles beizutragen hat und dann irgendwie von Norm auf den Arm genommen wird. Und ach, keine Ahnung, ich habe viel Cheers geguckt früher und das war eben für mich lange Zeit Woody Harrelson. Und zu der damaligen Zeit versucht er, glaube ich, erst so im Filmbusiness richtig Fuß zu fassen und spielte dann hier in Weiße Jungs bring's nicht mit. Und aber eben auch immer so ein bisschen die netten Rollen. Ich glaube, den gehörten Ehemann von Demi Moore in Unmoralisches Angebot. Ne? Und dann kommt sexy Robert Redford an, der alte Robert, und schnappt dem jungen Woody die Frau weg. Und aber naja, sie kommt dann doch zurück. Achtung, Spoiler. aber es ist halt irgendwie, er war auf jeden Fall nicht für risikoreiche, bösartige Rollen bekannt. Und ihn dann so zu sehen, also wirklich diesen manischen Blick und dieser bedrohliche Horror am Ende noch irgendwie mit der Glatze, das ist schon fies. Und ich meine, mit Juliette Lewis war es ja ähnlich. Also Juliette Lewis ist seit jeher oder seit Beginn ihrer Karriere fast eine wirklich mutige Darstellerin, die irgendwie viele, viele sehr unbequeme Rollen auch gespielt hat. Aber auch die hatte, glaube ich, keiner so wirklich auf dem Schirm. Und das war, das ist ein Film wirklich, der Stars gemacht hat, glaube ich auch. Tommy Lee Jones dagegen, ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen das, was er zu der Zeit gut konnte. Und er hatte irgendwie für den Fugitive, glaube ich, ein, zwei Jahre vorher einen Oscar gewonnen. Und ich glaube, so ein bisschen den die einzige Figur, mit der ich heute ein bisschen Probleme habe, also einfach nicht gerne mag, das ist aber einfach ein persönliches Geschmäckle, ist Wayne Gale, hier von Robert Downey Jr. gespielt, der mir heute ein bisschen zu Robert Downey Jr. wirkt. Mit diesem aufgesetzten Akzent, von dem ich irgendwie niemals rausfinden konnte, woher der stammt. Irgendwie so ein ich weiß nicht, es hat so einen britischen Einschlag, so was Schmutziges, aber es ist auch nicht wirklich irgendwie für mich identifizierbar. Und ich habe ja irgendwie da auch mal gewohnt. Ich habe so einiges gehört, aber ich kann ihn wirklich nicht verorten. Und das wirkt für mich einfach sehr, sehr affektiert auf eine unangenehme Art und Weise, die nicht wirklich in der Rolle, die er da spielt, gerechtfertigt ist. Und, weiß ich nicht. Warum sollte er das tun? Warum sollte er so komisch reden? Aber gut. Kennen wir ja eben, ne, von ihm. Ach ja, da würde ich würde, ja. So. Ich werde jetzt noch ganz kurz abschreiben. Ist eigentlich für euch der Name Wayne Gale auch so eine Anspielung auf John Wayne Gacy? Also auch da irgendwie so eine Art Nähe. Sehr gut. Das ist halt bei mir, wo ich die ganze Zeit dann denken muss, so eine Art Nähe herzustellen. Aber bei Christian ich sieht das eher aus wie. Ich weiß nicht, welchen Namen du gerade meinst. John Wayne Gacy war ja auch einer von diesen Massenmördern. Der Clownsmörder. Ach so. Ob da irgendeine mögliche Verbindung. Du hast doch den Audiokommentar gehört, Christian. Ja. Was wird dazu gesagt? Nein, ich habe angefangen, die ersten 10 Minuten, dann ein bisschen geskippt. Also ich. aber du wolltest noch was anderes. Ja, ich hatte gerade nochmal nachgedacht über Robert Downey Jr. Ja, und also dass mich das auch stört und dass ich glaube, ich würde da jetzt mal eine echte Schwäche ausmachen, weil es gab schon auch was, wo ich es heute so zwischendurch auf einer anderen Ebene mich gefragt habe, warum reißt es mich nicht total vom Hocker? Also ich liebe die Hysterie, meine Augen genießen das, aber ich merke, dass sozusagen Herz und Bauch, die schwingen nicht ganz. Und sie schwingen manchmal ganz schön zwischen Woody und Juliette. Und ich glaube, das Problem ist, also alles um das Mörderpaar rumherum ist sozusagen, kriegt nicht das hin, sozusagen im Übertriebenen auch noch so eine Erdung irgendwie drin zu haben. Also die das ja wirklich dann so seltsam packend macht, dass ich irgendwie, das sind alles Abziehbilder und unser TV-Reporter ist wirklich
das extremste und bekloppteste von allen Klischees, so, ne? Also, oder das eindimensionalste, da ist ja wirklich gar nichts. Und das ist eigentlich schade. Also, keine Ahnung, das ist auch eher so ein theoretischer Gedanke, wie soll ein Film funktionieren, wo alle Figuren, die auftauchen, genauso vielschichtig sind wie die beiden Hauptfiguren. Das ist natürlich Quatsch, aber das hat mir auch gefehlt, weil ich empfinde nichts, außer dass ich mal kurz meine Mundwinkel zucken und ich denke, ja, die Menschheit ist halt verloren, wenn unser TV-Reporter am Ende zur Waffe greift. Ja, aber das ist halt in einem solchen überzogenen Spiel, packen tut mich das nicht. Ich finde, für mich wäre der übergroße Film, also den, an den man sich unbedingt auch in 300 Jahren noch erinnern muss, wäre der gewesen, wenn sozusagen ich selbst als Zuschauer genau das spüren kann. Ich möchte jetzt auch zur Waffe greifen. Das fehlt mir jetzt noch. Aber das passiert halt nicht. Also nicht so schlimm. Ist nur eine ganz kleine Haltungsnote, aber. Das ist aber korrekt. Das geht mir eben auch so. Und ich meine, jetzt mit irgendwie bisschen zur Ruhe gekommen, jetzt zum wiederholten Mal guckt, geht mir das eben auch immer stärker so, dass ich eben auch die strukturellen Schwächen des Films erkenne und einfach auch Momente, in denen er scheitert, in denen er auch, ich glaube, für mich ein strukturelles Problem ist eben, dass die Mickey und Mallory auf der Flucht Handlung relativ früh zum Stillstand kommt, also nach weniger als der Hälfte des Films. Ja. Ich glaube, irgendwie ist Minute 57 oder 58, dann werden sie festgenommen und dann weiß ich, ach, jetzt haben wir noch irgendwie über eine Stunde vor uns im Knast. Und hatte ich auch schon wieder vergessen und vergesse ich immer wieder, wenn ich den Film sehe, wie lange Zeit wir eigentlich auch diese Figuren so aus den Augen verlieren. Insbesondere Mallory, die eigentlich erst vor 15 Minuten vor Schluss so wirklich wieder aktiv ins Spiel kommt. Und zum Zweiten, also für mich eine eindeutige Schwäche des Films und auch, um die Aubert zu benennen, sind tatsächlich die offensichtlicheren Versuche des Films, lustig zu sein. Ich finde, er ist gut, wenn er skurril ist, wenn er absurd ist, wenn er irgendwie absurdes Theater bietet, auch irgendwie surreal wird. Aber das ist nicht für mich dasselbe wie lustig im Sinne von Humor. Wir sind zwar humorvoll und der Film versucht eben einige Male humorvoll zu sein, lustig zu sein, Wortwitz zu zeigen. Zum Beispiel, wenn Wayne sich vor der Fernsehaufzeichnung des Interviews damit mit Mickey unterhält und sie unterhalten sich darüber, welche Serienkinder die beste Quote bringen und dann irgendwie kommen sie auf Charles Manson am Ende zu sprechen und Mickey sagt, hier hatte ich damals, als ich in einer Sendung war, eine bessere Quote als Charles Manson. Ah, sagt Wayne, nee, ja, you can't beat the king, ja, you can't beat the king. Und dann machen sie ab irgendwie Charles Manson Gang und es ist furchtbar unlustig. Wiederum auch nur ein persönliches Geschmäckle, aber die ganze Unterhaltung, die ab mehrere Minuten andauert, finde ich massiv uninteressant und macht eben dann auch wiederum einen Punkt, der, glaube ich, schon längst gemacht wurde, nämlich dass Wayne ein Arzt ist und ihn quasi kontrolliert, der auch nicht bewusst ist und er eben irgendwie an seiner eigenen Eitelkeit da an der Nase rumführt und so weiter. Also, aber dieses ganze Gespräch mit Serienkillerwitzen und was ist am besten für die Quote, finde ich eben zu einem Zeitpunkt des Films irgendwie in Minute 80 oder 90 oder 100, in dem der Film einem ungefähr gefühlte 134 Mal um die Ohren gehauen hat, ja, irgendwie die Medien sind böse und korrupt und es geht ihnen nur um die Quote und nicht um Qualität oder Wahrheit. Das muss der Film dann nicht mehr machen. Also mein Liebling. Wobei, ich darf nicht sagen, es geht in Medien nicht um die Wahrheit. Das ist in diesen Zeiten problematisch. Ach so bist du drauf, ja? Welche Verschwörungstheorien hängst du denn noch hinterher? Es gibt auch sehr, sehr gute Medien, aber eben nicht wahrscheinlich der Sender und die Fernsehproduktion, für die Wayne Gale arbeitet in Natural Born Killers. Wie American Maniacs heißt das, glaube ich, ja. Das Format. Also mein Lieblingswitz ist eigentlich auch so dieses Klischee-Ding, wenn der Polizist hier drop it und er lässt den Donut fallen und nicht die Waffe. Oh. Da musste ich, das hat mich in dem Moment erwischt und da konnte ich drüber weg. Aber das ist natürlich auch so ein Klischee, was sich so schön durchzieht, ne? Hier, ja, und der junge Polizist, der war gerade 3 Wochen von der Academy runter und dann kommt er aus dem Donutladen und wird erschossen. Was eben auch so, naja, die Polizisten, die immer Donuts essen und sonst wie machen, aber nicht arbeiten müssen, so ungefähr. Das ist natürlich der Junge, der hatte noch sein ganzes Leben vor sich. Ja. Nee, aber der hat mich gut getroffen da in dem Moment, wo der Boing, der Donut fällt runter. Nein, die Waffe, du Idiot. Okay. Ja. Okay. Oder? Ich glaube, wir sind einmal ganz gut durch den Natural Born Killer.
Gibt es irgendwas, was wir jetzt an dieser Stelle vielleicht mal so als Aussicht irgendwie festhalten können? Was steht bei euch an? Morgen habt ihr wieder Aufnahme? Wobei, wenn du mir das jetzt verrätst, unsere Sendung kommt erst in einer Woche nach unserer Aufnahme hier. Erst Ende Februar. Nee, dann macht das gar nicht so viel Sinn. Also diese Ausgabe hier ist heute, müsste jetzt dann der 25. sein, ne? Das ist der Sonntag. Ja, wenn heute der 25. ist, dann haben wir vorgestern geredet über Rocky 4 und Walker. Ah. Auf die Fresse. Ich weiß nicht, ob es eines unserer besseren Gespräche war, weil ich war ich war nicht dabei. Ich war enorm verschnupft und konnte kaum klaren Gedanken sammeln. Aber wir sind zurzeit an der Rocky-Reihe dran und arbeiten uns daran ab. Das ist schon ganz lustig, erfüllend in Maßen, wenn auch irgendwann dann langsam so die ersten Ermüdungserscheinungen. Ja, ich hatte, also das ist auch eine Reihe, die bei mir noch eine große Lücke ist. Und ich hatte jetzt nur irgendwie mitgekriegt, dass Dolph Lundgren irgendwie bei Facebook so ein Foto gepostet hätte von wegen hier, ja, irgendwelche Testaufnahmen und er halt wieder in Drago-Kluft. Also er hat halt eine Hose an und Boxhandschuhe, glaube ich. Ne, wie man als Boxer eben rumläuft, da trägst du ja keine Klamotten. Oberkörperfrei und nackte Knie und sowas. Nee, genau. Aber die Reihe fiel mir auch. Nee, und bei uns die Aussicht ist aber auch glaube ich, so. Rocky ist ja auch Anfang 70er, ne? Der erste Teil. Rocky 76. Sag ich ja. Ja. Aber auch wir werden möglicherweise dann noch hier in Hollywood bleiben und uns wahrscheinlich mit dem Paten auseinandersetzen. Yeah. Den wir jetzt dann, wenn jetzt die Folge rauskommt, 25. Februar, ab 17. März bei uns auf der großen Leinwand. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, es wird auch ein 4K-Restauration wieder sein. Wir werden sehen. Ich bin hochgespannt. Das alleine wird ja noch nicht ausschlaggebend sein. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ja jemand, der eigentlich, ich habe im zweiten Patenteil alles bekommen, was ich brauche. Habe den dritten nie gesehen und beim ersten irgendwie das Interesse verloren. Ich glaube, ich werde mit Neugier nochmal wieder beim ersten vorbeischauen. Und mal schauen. Okay, dann. Vielen Dank, dass du da warst, Patrick. Genau, schaut unbedingt. Danke für die Einladung. Ja, ihr müsst unbedingt mal vorbeihören auf bahnhofskino.com. Dort gibt es reichlich Material. Auch oder einfach bei iTunes, Bahnhofskino oder ein Podcatcher eurer Wahl. Genau. Und das Gleiche gilt natürlich auch auf wiederführung.de. Dürft ihr jetzt auch fleißig kommentieren und hinterlassen, was ihr aus dieser Folge mitgenommen habt oder ihr euch in Zukunft wünscht. Und wir werden weiterhin sehr unzuverlässig darauf Rücksicht nehmen. Genau. In diesem Sinne sage ich auf Wiederhören, Max. Danke, Patrick. Ja, guckt Filme, habt Spaß dabei. Gute Nacht. Ciao.